So, Freunde, es geht weiter bei Sekiro. Ich ziehe den Schwanz ein und lasse diesen Sieben Speere, sieben Piff Schläfer Paff. der irgendwas. Ist auch schon so ein Wannabe-Hipster-Name. Jetzt sind wir jedenfalls hier in diesem unterirdischen Bereich. Warte, wie war Aber das? ich Ein dachte, wir wären ganz Kampffisch. woanders eigentlich. Ich habe an eine ganz andere Stelle gedacht, wo man diesen komischen Mumientyp trifft, der bei den ganzen Leichen ist. Weißt du, wo ich meine? Ist das nicht hier? Ja, aber ich dachte, das hätte anders angefangen, ehrlich gesagt. Oh, kommt das gleich. Komm her, du Kampffisch. Sushi. Hätte ich mir was gegeben. Hätte ich meine Schuppen fallen lassen. So, erstmal So. ganz langsam, ne? Und jetzt du. Der mit dem Gewehr. Der scheiß Siebensperrhain hier hat uns auch 1400 XP geklaut. Wir hatten ja wirklich göttliche Hilfe und haben das irgendwie dreimal bekommen, dass wir Ja. nichts verloren haben. Das war ganz gut. Aber Das war ein dann bisschen auch ärgerlich, weil wir nicht mehr kurz so vor Level 3 gut. waren, Ja. fieserweise. Und wir brauchen auch die anderen, das Geld, wie auch immer das genau heißt, vergessen wir wieder. Weil wir uns ja noch irgendwie Kürbissamen kaufen können und Maskenfragmente und irgendwelche Texte. Wir können uns voll viel kaufen. Kostet aber alles so 2000, 3000. Das billigste von den coolen Sachen machen wir 1600. Wie viel kriegen wir jetzt solche hier? 64, so, ja. Ja, genau, hier kommt das doch jetzt, oder? Langsam, oder? Ich weiß das alles gar nicht mehr. Das ist alles so lange her. Ich weiß das alles nicht mehr. Das war nun der Fahrstuhl, der dann da kam. Ja. Und dann sind wir in dem Tempel oben angekommen. Dann manche doch, dann manche den Anf. Wo ist denn der Eingang, den ich meinte? Du weißt schon, was ich meine, ne? Die Da, wo die Stelle. Zombies unten Ja, waren. genau. Und da sind wir halt, wie gesagt, in so eine Drehtür und sind dann hier irgendwo rausgekommen. Und dann Oder dachte ich kommt das noch, jetzt noch? ich weiß das alles Nee, weil nicht. das ist ja jetzt hier schon. Oder ist, also ist das nicht das schon? Musst du dem. Hier kommt aus der sprechende Teppich. Der hat gesagt, wir sollen alle umbringen. Der hat's nicht. Ja, dann brauchen wir nicht. Das ist nämlich jetzt hier. Senpu-Tempel, ja genau, hier geht's weiter. So, und aber ich meinte, dann heißt es anders. Dann ist das der Anfang, ist dann, wo der Händler ist. Genau, da. Gucken wir halt da noch einmal. Vielleicht irre ich mich auch total, aber ich hatte das Gefühl. So, wenn ich da, ich glaube hier rechts weiter, genau, da war der Anfang dann. Ja, genau. Das sieht auch mal nach was aus. Da braucht man den Monchichi-Schlag. Was? Die stehen einmal wieder auf, oder? Typen. Direkt macht. Ja, ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, die stehen einfach immer einmal wieder auf. So, genau, jetzt sind wir hier halt ein bisschen durchgelaufen. Hier gab es noch diesen komischen Typen, der was von uns wollte. Wollte er nicht irgendwie so Versuchs. Stimmt. Dass wir irgendwelche Leutchen vorbeibringen, so als Versuchskaninchen oder sowas. Redet doch nochmal mit dem, vielleicht hat er was Neues zu sagen inzwischen. Nur wo noch andere Zombos sind. Das ist nur Käfer. Steine und Dode. Sind wir hier weiter? Nee, red doch nochmal mit dem Typ nochmal. Jetzt bin ich erstmal runtergefallen. Wir wissen nochmal genau, was er sagt oder was er will. Oder er hat vielleicht einen neuen Text inzwischen, weil wir einiges erlebt in der Zwischenzeit. Ich glaube, Oh, doch halt, Zeug. das Zeug. Öl.
So. Gut. Mein lieber Shinobi, die Details befinden sich in dem Brief, den ich euch gegeben habe. In Anbetracht der Art der Information ist es besser, wenn wir möglichst wenig. Das ist noch das gleiche, was er letztes Mal gesagt hat. Habt ihr den Brief schon vernünftig gelesen? Angeguckt? Da ich uns kenne, haben wir ihn nicht vernünftig gelesen. Spark. Das ist unser Gesicht. Ich habe immer Angst, wenn ich diese Animation schon macht, dass er einfach irgendwann unseren Angriff ignoriert und mich dann trotzdem so greift. Einfach. Ja. Wollen wir den Brief nochmal reingucken? Warte mal, jetzt geh ich mal kurz hier. Wobei, wenn ich mich heile, sind die alle wieder da. Achso, ist das, wo wir gerade dann unten ins Wasser gesprungen sind hier, oder wie? Nee. Ich glaub schon. Ja, doch. Hä, aber wo war denn diese Stelle, die ich an meine? Bring ich das völlig durcheinander? Jetzt gucken wir hier einfach nochmal genauer. Wir haben jetzt hier nur sehr oberflächlich durchmarschiert. Oh. Ich wollte eigentlich den. Ach, ich glaube, ich weiß, wo das war. Das waren schon. Dann vielleicht doch beim Senpo-Tempel, aber kurz danach, ja. Wenn man diesen Berg hoch ist, dann finden wir noch Zeug. Fest draufbeißen. Ein geheimes blaues Shinobi-Mittel. Im Krieg ist es manchmal notwendig, sein Leben zu opfern. Während die Samurai sich voller Stolz in ihre eigenen Schwerter stürzen, bedürfen die Shinobi einer schnelleren Methode. Das ist einfach sich zum Killen. Die Auferstehung ist nach dem Einsatz nicht begrenzt. Also man killt sich einfach, okay. Okay, wofür auch immer das man braucht. Das heißt übrigens, Selbstmordding, Seppuku und nicht Harakiri. Ja, Harakiri ist was anderes. Harakiri ist das gleiche, aber es ist quasi die, die respektlosere Art und Weise, das auszudrücken. Also das ist quasi eher das Gedärme rausreißt und das andere ist ja quasi dieses, der ehrenvolle Tod. Hier liegen die Vasallen des Ashina-Clans, hingerichtet nach der großen Rebellion, mögen ihre Seelen ruhen. Hier ist noch weiter. Ja, das sind noch nicht lang. Haha. Nein! Von einem. Vom Regen in die Traufe. Ja, hier. Aber echt, ey. Das ist bestimmt Konfetti. Das ist wieder so ein. Ja, natürlich ist so einer. Guck ihn doch an. Ein Spack. Hat der auch wieder so ein komisches Schwert? Weiß ich nicht. Will ich da hin? Wir sind. Der Himmel. Obwohl, wir sind kurz vor Level 3, ne? Da unten liegt noch Zeug. Scheiße, so dumm. Wo liegt noch Zeug? Ach, hier. Shishimen-Krieger, Beruhigungsfeld. Ja, das ist schon so ein grauen Typ. Ich weiß nicht, ich glaube, das wollen wir heute nicht irgendwie. Das ist eh die letzte Session, die letzte. Hau hier ab. Und tschüss. Also, schießt schon mit und tschüss. Mit der Plasma-Rifle, ey. Das ist was, das schreibt Bernd uns auf die To-Do-Liste in den YouTube-Kommentaren. Bernd, du schreibst das bitte auf. Danke. Dann geh einfach zum Senpo-Tempel jetzt. Wir suchen gerade die eine entspannte Region. Kann ich nicht mal irgendwie was Entspanntes machen? Muss das immer Mord und Totschlag sein? Also da ist alles. Dann war das beim Senpo, beim Senpo-Tempel irgendwo da, als wir schon dann durch so einen langen Gang gegangen sind. Also innerhalb, es war schon unter der Erde oder halt eben nicht draußen. Und da haben wir so eine komische Abkürzung genommen und das hat mich halt. Ich glaube, hier am Anfang muss aber nicht lang gehen, weil da kommt das ja viel nur so rumgeholze. Genau, wenn du hier lang gehst. Nee. Was haben wir nochmal für Punkte? Ging es nicht da hoch? Wir müssen noch da oben weiter. Sonst gehen wir einfach weiter drauf geschissen jetzt. Also was meinst du denn? Du meinst. Lass mal ganz kurz gucken, was gibt's denn da? Da bist du gerade hin, oder was? Nee, ich bin hier hin. Achso, und dann da. Da gab es irgendwo, als wir halt dann das so an den Klippen lang durch die Brücke, wo dieser Stahlritter dann kommt. Das ist das nächste dann.
Wenn du hier. Ja, wenn du zurück. Ja, das finde ich auch totalen Quatsch. Wahrscheinlich gibt es diese Abzweigung, die ich mir irgendwie einbilde, überhaupt nicht. Das ist leider kein Witz. Das ist wirklich so. Aber wir sind das. Also da bin ich relativ sicher. Wir sind halt. Also hier in die Richtung dann nicht. Denn dann wäre es davor wahrscheinlich. Wir sind halt durch so einen Gang gegangen, halt in einen Berg. Ich weiß, was du meinst, dann waren wir plötzlich dann bei dieser Abkürzung. Genau, und dann sind wir halt, haben wir so gegen die Wand gelehnt und da durch. Ja. Und ich dachte, hatte irgendwie das Gefühl, dass dieses an die Wand lehnen, dass es halt ein anderer Weg wäre und dass es dann noch irgendwo weitergegangen wäre. Aber hier geht es jetzt weiter zu dem nächsten Checkpoint, aber hier waren wir quasi ja, das dann. Glaube ich alles nichts. Ja, wie gesagt, es gibt ja genug Cracks in den Kommentaren tatsächlich, die echt viel wissen. Wenn wir irgendwas Wichtiges übersehen haben oder auch nur irgendwas, was irgendwie halbwegs interessant wäre, könnt ihr es ja schreiben. Dann laufen wir jetzt doch da weiter. Ja, dann geh halt einfach zum letzten Checkpoint oder irgendwo anders hin. Das ist ja das hier, so. Das muss ich ja dann eigentlich nehmen. So, was gab's denn? Unten gab's diesen... Ist hier noch irgendwas? Und gab's diese doofen 100-Füßler. Die man übrigens wohl immer, auch wenn die einen schon gesehen haben, von oben angreifen kann mit so einem Kill-Mode. Mhm. Was willst du tun? Einer gerade irgendwie ein komisches Geräusch gemacht. Das war ich. Hast du gerade oben gesagt? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich gebe inzwischen schon komische Geräusche von mir. Monkey! Kann ich noch hinrichten. Was macht das Spiel aus dir? Kaki. Menschen helfen, denen es an Blut mangelt. Die jetzt alle von oben runter. Wo sind die denn? Oh, das ist die andere Seite der Brücke, die man schon gesehen hat. Die halten nichts aus, die Spinne. Diese Affen. Diesen Weg bin ich schon mal runtergelaufen. Der Freund oder Feind? Ah. Am Fuß des Berges ist was Interessantes. Das hat er gehört. Es hat funktioniert. Er guckt dann immer so. Aber den gibt's ja ein bisschen leicht. Shit! Ja, das ist nämlich die andere Seite, wo der steht. Ah ja. Hier lagen ein paar Sachen, die habe ich schon mal aufgesammelt, als du noch den PC eingerichtet hattest. Und dann tat es mir ein bisschen leid, aber das habe ich nie verraten, jetzt ist es raus. Was? Ja, das war, als du mit diesem Mini-PC, das war am Anfang der Session und da bin ich hier runtergelaufen, habe das gemacht und dachte, oh, da waren wir noch gar nicht. Dann habe ich irgendwie 3-4 Sachen eingesammelt und bin hochgegangen und dahingestellt, als wäre nichts passiert. Das ist ja die Höhe. Das ist jetzt euch allen entgangen, dir und den Zuschauern. Das sind die Schandtaten, die ich letztes Mal hier verübt habe. Oh Gott. Deswegen wollte ich jetzt nicht auf Video haben. Oh Gott. Aber da war halt nichts, deswegen Sackgasse, wie der Chinese sagt. Dann geht es ja immer wieder hoch. Da müssen wir jetzt quasi doch diesen Tempel hoch und diese ganzen stressigen Windradkämpfer kommen. Du kannst jetzt, ja rechts lang jetzt da... Im Prinzip, mal gucken, müssen wir den ganz nach oben. Ist das der, wo wir hinwollen eigentlich, oder? Würde ich denken. Ja. Dann go for it. Go Gadget. Du kannst auch ein paar Leute einfach mal ignorieren. Wir müssen jetzt einfach, wir haben es ja im Prinzip hier alles schon gemacht. An verschiedenen Stellen, als wir immer unterwegs zu den 100-Füßern waren. So komisch auf Deutsch 100-Füßer zu sagen, aber die heißt einfach irgendwie Centipede. Sagt man so gar nicht, oder? Zumindest so 1000 Füßler so irgendwie recht geläufig, finde ich. Aber 100 Füßler sagt auch keiner. Ja, auch nicht. Ich kann hier mal kurz den Stopp trinken. Wohl nicht.
What the? Flaming Fist Monk says no. Sie bringen Homing-Bombs. So, wo ist jetzt der mit den Bomben? Noch irgendwo einer. Dann sieht euer Gefuchtel nämlich nur noch halb so cool aus. Saved by Stein. Level 3! Drei. Herrlich. Okay. Die kommen so aufs Dach doch von unten, oder? Ja. Ja. Von da vielleicht. Ja. Dann ist einfach langsam nach oben vorarbeiten. Hier waren aber auch überall diese anderen Fuckies gesessen. Ja, wir haben ja auch alles schon aufgeräumt. Im Kanon sind die alle schon tot. Die mit. So. Die wollen es doch. Alter, das merke ich. Die Treppe hoch, unten geht's halt zu den Centipedes. Hier waren wir noch nicht. Doch, doch, das geht runter zum Centipedes. Achso. Den sind wir schon hochgegangen. Also dieser Kanal hier von unserem ehemaligen Kollegen. Centipedes Meat. Irgendwie habe ich jetzt gerade hier mega viel Gegner gepult. Naja, das sind 100 Wölfe. Das ist doofe Wolfsrudel. Das nicht so sehr. Oh nein, da kommt er mit der Tür. Und der ja, mit der Bombe. Aber ja. Das ist aber geil. Das. Ein Gegner-Typ aus Dark Souls 3, die sehen auch so ähnlich aus mit so einem verhüllten Gesicht. Mach mal so einen Bomben rein. Axt gegen Tisch. Ja, die hat noch einmal. Hä? Boah! Der hält jetzt glaube ich zweimal aus. Ich komm, was? Hallo? Die Bombenfabrik oder was? Ich habe keine Dings mehr. Ja. Keine Symbole mehr. Ich muss hier was hinbauen. Oder so. Deswegen ist dieser ganze Bergaufstieg eine einzige Scheiße. Das denke ich mir aber oft auch. Ich meine, das sieht eigentlich ganz nett aus und dann nach 10 Minuten. Aber du umgehst die halt einfach. Der eine hat's ja schon fast. Ja. Du hast auch nichts mehr zu trinken. Das sehe ich gerade. Das war's. Also noch wieder auf Erstellung. Also ich hab mal so eine Prognose, dass das nicht besonders erfolgreich läuft. Wir sind die mit den Bomben.
Der war in der untere, war das normaler, so ein normaler Mönch? Ich glaube ja. Auch wieder Auferstehung zurückgeholt. Sehr gut. Hier hätten wir letztes Mal aufgehört, den Sempo-Tempel weiter zu erkunden. Hier waren draußen so ein paar von den Wirbelwind-Spacks. Wie geht das nochmal? Was war das? Du gehst um die Ecke, gehst an die Ecke und noch ein Stück so. Ach so, wenn man so guckt. Ja. Kannst du vielleicht mit Keramik später anholzen da hinten? Da oben. Ist schon vorbei gesippt. Was? Sagte er, stimmt überhaupt nicht. Nee, es war Kontaktmedizin, was so schnell ist, irgendwas mit K. Da ist es. Zieht der total Quatsch. Könnte ein bisschen weit weg sein, aber oh mein Gott. Kannst du anvisieren? Nee, ne? Ach. Wahrscheinlich nicht. So weit kann man auch keine Keramik werfen, das ist ja unrealistisch. Nee, ist zu weit weg. Unsere ganzen Keramiksplitter, Michi, die brauchen wir noch. Ja, die sind nämlich auch kaputt, ne? So ein Puzzle ist das, wenn du 100 Teile hast. Was? Was ist denn da drin? Ja, das sind Ekelbats. So eine. Ich will diese Typen nicht bekämpfen, weil das dauert ewig. Ich versuche an ihnen vorbeizulaufen. This will never work. Ich kann man irgendwie die Tür aufmachen, glaube ich. Jetzt auch mal hier. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Wir vergessen sie nicht, ja. Da war aber eine Tür. Da ging's rein. Da ist schon eine Tür. Zurück reingehen. Wenn wir Ruhe haben. Ich war doch auf der Flucht. Na. Oh Gott. Na. Da sind wir hier halt immer. Irgendwas sind nochmal dankbare Gegner. Ja, wir überhaupt. Kann es nicht immer so gehen. Wer hätte gedacht, dass das klappt? So, hier waren wir noch nicht. Überlebe ich das? I don't know. Only one way to find das out. War hier aber nicht. Okay. Leap of Faith. Moin. Hier sind wir reingekommen. Also quasi jetzt nochmal. Ich komme nochmal rein. Und dann ist halt runterwärts. Danke, dass wir das nochmal jetzt. Wann ist gesprungen, dann hast du noch nichts abgezogen. Das Spiel hatte ich auf dem Kicker heute. Ja, ich glaube auch. Ist egal, wir machen hier gerade Progress. Da röchelt einer. Das bin ich. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Hat der mich geblockt? Dass man die so weghauen kann. Da wäre ich übrigens auch mal nie drauf gekommen. Mal an, diese ne? Viecher. Die vertrockneten. Okay. Fies, ey. Oh. Hi. Soll ich mal draufhauen? Das ist eigentlich unmöglich irgendwie. Die müssen auch was machen können. Jetzt nicht zum Spaß, der Bund. Vielleicht markiert der die Stelle. Der ist mit per Wolle gewaschen. Du bist auch völlig hinüber, oder? Ja, voll gut.
herkömmliche Zottelmönche. 100.000 Wäschen sehen so aus. Aber oh, das war schön. Mit Perwoll gewaschen. Dafür gibt es jetzt hier irgendeinen Scheiß. Obwohl, das sind so eine, da haben wir letztes Mal die Axt gefunden und sowas. Zenpo Esoterik Text, ein Buch, das das Erlernen von Fähigkeiten des Zenpo-Stils ermöglicht. Die Jünger des Zenpo-Tempels meisterten im Streben nach Tugend die Kampfkünste. Unabdingbar sind die eigenen Fäuste und strenge Disziplin, um die Feinde Buddhas zu besiegen. Sie wurden jedoch von einer Besessenheit für die Unsterblichkeit ergriffen, die seine Lehren als auch seinen Stil unkenntlich machten. Können wir jetzt den unbewaffneten Kampf lernen? Achso, das kann ich ja dann erst wieder. Eine Statue. Checkpoint. Ich hätte gerne mal wieder einen Checkpoint. Kommt bestimmt jetzt. Was ist denn das? Ein Frosch? Was sieht mich denn da? Das sind diese komischen Echsen, diese Giftviecher. Was für eine Sauerei. Okay, mehr war jetzt hier nicht. Da kann ich bestimmt irgendwo weitergehen jetzt. Aber man, so ein Esoterik-Text jetzt auch nicht ohne. Das ist ein ganz neuer Skilltree halt. Ja. Aber keine Sackgasse. Da geht's irgendwie. Okay. Damit schon rüber halt. Hin. Jetzt bin ich ja wieder. Bin ich hier nicht angefangen? Kannst du hier nicht hoch jetzt? Ja, hier ist die Tür gewesen. Dann guck dir doch die Tür noch an. Gucken wir erst noch hier rein. Im Hinterzimmer. Da ist ja dieser Schleimwurm drin gewesen, ne? Oh. Oh. Der sitzt da, oder ist das was anderes? Da sitzen mehrere. Manche kommen so komische wie Extremitäten oder Viecher aus denen raus. Halleluja. Das weiß doch jedes Kind. Oh. Fledermäuse sind blind. Oh, erstmal das. Progress, Leute. Progress. Progress, Michi. Zeigt's euch allen. So, was sagt hier der Chef? Was sagt der Chef? Seid gegrüßt. Der sieht irgendwie so ein bisschen. Seid gegrüßt. Stell dich mal von vorne hin. Vielleicht will er dich sehen, wenn er mit dir redet. Moin. Seid gegrüßt. Darf ich hier in seinem Turntable irgendwie rummengen? Fehlt da. Zwei von denen schon. Das wird übrigens auch der Gegenstand sein, den ich in diesem Spiel nie benutze. Doch, einen hast du aber Butterfly benutzt. Ja, aber ich dachte mir so. Wozu? Voll verschmissen gewesen eigentlich. Du musst ja irgendwann für die 7 Speere brauchen. Da wirst du wahrscheinlich 10 solche Teile rauskloppen irgendwann am Stück. So, wie klaue ich jetzt das Ding? Und weg. Aha, Depp. Es geht. Was, kann man hier die Tür jetzt aufmachen? Ist das die Tür, die ich vorhin gesehen habe? Doch, es könnte sein, dass die ist. Also die konnte man... Ne, die ist das dann. Die ist es hier, wo man jetzt rauskommt. Wo jetzt die... davor stehen. Ja, genau, die ist das, in der vorbeigelaufen sind. Aber so richtig habe ich jetzt nicht gerade die Erkenntnis, wo es weitergeht dann. Ha!
Tschüss. Nein, sammeln wir uns noch ein. Was ist das? Matsch, Matsch, Matsch. Überall eklig. Der andere mich vergessen? Das finde ich eigentlich auch gerne. Da war sie wieder unvergesslich. Da kommt wer. Den würde ich eigentlich auch ganz gerne hier so rum abstechen. Der guckt noch. Den ganz leicht an Keramiken. Wenn du dich hier an die Ecke stellst. Ja, wenn noch ein Stück hierher kommt. Keramik sind einmal an, hast du noch so richtig schön. Das ist ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man die so im wahrsten Sinne des Wortes um die Ecke bringt. Wie dreckig der Sekiro ist, schau's mal an. Guck mal, was der gemacht hat gerade in den letzten Stunden. Der ist mehr ein Dreckiro als ein Sekiro, du. Zeit, dass hier Schluss ist. Ah, das ist echt gut. Hab ich nicht gerechnet, der Depp. Was sind da? Was ist unser Ankerpunkt? Sekiro! Ich habe den ganzen Tag schon einen Ohrwurm von diesem Final Fantasy Sephiroth! Kennst du das? Ist das aus dem 7er? Ja, weil doch heute jetzt irgendwie von dem... Aus dem 8er? Aus dem 7er, weil doch heute vom Final Fantasy 7 Remake haben sie einen neuen Trailer veröffentlicht und da taucht es das erste Mal halt der neu gestaltete Sephiroth für einen kurzen Moment auf. Oh, guck mal hier! Das weiß ich. Ich, Klaus. Das findet er bestimmt gut, frag ihn nochmal. Und jetzt frage ich ihn nochmal, wie gut er das findet. Ja, genau. Seid gegrüßt. Das ist mir alles vorgestellt, abgeschlossen. Gibt es noch eine Gesprächssteigerung, was uns beide angeht? Ja, aber irgendwie... Weiß nicht, ich glaube, wir gehen mal einfach hier in uns, an dieser Stelle. Ja. Das ist immer so, wenn man irgendeine Art und Weise findet, die Folge zu beenden. An dieser Stelle denken wir nochmal drüber nach, was passiert ist. Aber wir haben übrigens nie drüber nach. Das kann ich mal verraten. Das sind so Geständnisse, wie sie in der Coupé stehen. Coupé! Wer denkt nie drüber nach? So, Leute. Feierabend für heute. Wir sind aber fix und alle. Bis zur nächsten Session. Tschüss! Tschüss.